Hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder und weiter geht's mit den Reactions und ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Mir ist scheiße kalt und nein, ich werde keine Heizung anmachen, nein, ich werde auch mein Fenster weiterhin auflassen, Sauerstoff ist gesund. Ja, solange noch keine Flat auf Sauerstoff draufgelegt wird, ist es doch in Ordnung, ne? Irgendwann so in 2-3 Jahren müssen wir vielleicht eine Sauerstoff-Flat bezahlen. Dann überlege ich, ob ich nur Sauerstoff einatme. Aber jetzt geht's noch. So, heute gucken wir uns Tourette reagiert auf alte Schulsachen an. Und ja, ich bin gespannt. Soll ich bitte einen Flächeninhalt berechnen? Bin ich Mozart oder was? Du hast geschrieben, Hals, Maul, geh dich vergraben. Ja, ich habe mich irgendwo ausgezogen in Bio. Und da habe ich das Gästebett wegen Himbeergeist vollgekotzt. Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf unserem YouTube-Kanal. Heute werden wir mal was Special-Special-mäßiges machen. Jan hatte eine fabelhafte Idee und zwar... Boah, ich finde das mit Jan, bei Jan so übelst cool, ne? Jan sieht voll aus mit dem Bart hier, mit dem Oberlippenbart. So wie, Mafia-Boss oder so. So guckt er aber auch manchmal mit dem Bart, ey. Wir werden euch heute einen kleinen Einblick in unsere Schulzeugnisse von früher. Ich bin gespannt. Wie warst du so in der Schule? Was würdest du sagen? Ich war nicht gut. Die ganze Zeit nicht? Nein. Okay, also Schule war ja nicht so dein Thema? Nee, gar nicht. Ich war in der 9. Klasse ziemlich schlecht und sonst, also in der Grundschule ging es noch. Und in Mathe war ich immer sehr schlecht. Okay, also auf jeden Fall werden wir mal gucken, was wir hier so für Bemerkungen oder so unter unserem Zeugnis haben und wie die so ausgefallen sind. Ihr könnt uns ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr von diesem Format haltet. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, oder? Würde ich auch sagen. Was stand da bei diesen Veranmerkungen drunter, wenn du eine Mathe-Klausur geschrieben hast? Also. Mangelhaft. Da habe ich, das war gut, mangelhaft ist gut. Mangelhaft ist gut. Durchgefallen. Doch, es ist durchgefallen. Ich habe aber einen Abschluss mit einer 5 bekommen, Mathe. Okay. Das ist eine 6, ist nicht gut. Das hier ist auch eine 6. Auch eine 6. Hast du gar nichts hingeschrieben? Ja, ich weiß auch nicht, soll ich bitte einen Flächeninhalt berechnen? Bin ich Mozart oder was? Ich meine den anderen Kerl. Meinst du Adolf Einstein? Ich meine Albert Einstein. Oh mein Gott, okay. Die hat immer noch so lieb dahin geschrieben. Viel Erfolg. So, noch ein Mathe-Test wieder. Oh, 5. Und ich habe sogar noch kommentiert. Vor allem, wie garstig ist das eigentlich, wenn man so voll viele 5 und 6 schreibt und dann der Lehrer so drunter schreibt, jo, viel Erfolg. Und der Lehrer sich dabei denkt, der aus den Schülern wird nix. Viel Erfolg. Hast du nicht Leute untergeschrieben? Doch, meine Mutter hat es unterschrieben. Leute. Ah ja, das war noch wilde Zeiten in der Schule. Da wusste ich selber nicht mehr, also... Hast du das schon aufgegeben gehabt? Ja, ich habe die Klasse Mathe aufgegeben. Und ich habe hier bei Nummer 1 in dem Test habe ich so richtig lange noch was hingeschrieben. Auf einmal, die korrigiert einfach noch Rechtschreibfehler. Digga, das ist Mathe. Was war denn die beste Note, die du Mathe hattest? Ich glaube eine 4. Mathearbeit Nummer 3, das müsste auch die 8. gewesen sein. Ein. Also, wenn die beste Note eine 4 ist? Wieso kommentiert? Ich glaube, Frau Wördemann hat sich schon verarscht gefühlt. Hast du da ja Jawohl drunter geschrieben? Ja. Kann man doch machen. Oh mein Gott. Und hier hatte ich einen 6. Oh Gott. Und dann hat die geschrieben, mich ja bitte rutschen. Boah, krass, ey, wenn man mal überlegt, ne, so zu meiner Schulzeit, da hatten wir auch welche, die jetzt nicht so gut waren und so. Wir haben aber alle den Abschluss geschafft. Aber wir hatten irgendwie kaum Leute, also. Hat mir überhaupt mal jemand, der mal eine 6 geschrieben? Weil 6 ist ja wirklich dann, wenn du Mathe, dann machst du ja gar keine Aufgaben. Aber ich glaube, wir hatten noch nicht mal jemanden, der eine 6 hatte. Noch nicht mal das hatten wir. Das ist schon hui. Du hast geschrieben, Hals, Maul, geh dich vergraben, Alter. Ist das dein Ehrenamt? Ja, guck mal, sogar Henry ist geschockt. Ja, also ich war nicht immer so in der Schule. Ich habe bitte Rücksprache und dann wer. Mit der Rücksprache. Ich glaube, das war sogar dann beim Elternsprechtag die Krisensitzung. Ach, war das nachdem du halt morgen schon was hast? Ja, die hat das gesehen. Oh nein! Oh mein Gott, wie unangenehm. Das war richtig vergraben. Ah, oh, schon wieder eine Mathe. Ohne Rechnung keine Punkte. Hast du dich abgeschrieben? Ja. 5. Klassenarbeit in dem 8. Schuljahr. Das war ganz schön. Ach so. Schlimm. Ja. Ja, also. Ich war gar nicht so schlimm, das war nur in dem Fach, da kamen immer die Emotionen hoch. Ich glaube, das hatte ich jetzt gar nicht mehr so in der Ist das dein Ernst? Ja, aber warum denn? War das aus Lust, also lustig gemeint? Da war ich böse drauf. Achso, war das aus Hass gemeint? Oh, boah, jo, die böse Zeit von Jan. Richtig mit Hass. So, wieder hier 5 in Mathe. Dividiere. Weißt du, ob das Dividieren heißt? Geteilt, ne? Okay. Echt?
Maschallah. Ich kam dann zu einer individuellen Lernförderung in Mathe und das Ding ist, dann hatte ich eine Nachhilfelehrerin in Mathe und nachdem sie mich in Mathe unterrichten wollte, hat sie aufgehört, Nachhilfe zu geben, weil sie an meinen Fähigkeiten gezweifelt hat. Jörg hat sich als Klassensprecher engagiert und sich erfolgreich für das Wohl der Klasse eingesetzt. Er muss konzentrierter und disziplinierter mitarbeiten. Er muss sich aktiv am Unterricht beteiligen. War das nicht da, wo du das Klassenbuch mitgenommen hast? Das war in der 10. Klasse. Hoffentlich verklagt mich die Schule nicht. Sagen natürlich nicht, welche Schule es ist, damit sie keinen ans Bein pissen. Ihr Königscenter. Warum hast du es verschwinden lassen? Also ich sag mal so, auf meinem Abschlusszeugnis steht deswegen nicht drauf, wie viele Fehlstunden ich hatte. Konnte man ja nicht nachverfolgen. Oh nein. Ist das eigentlich illegal? Nein! Ich war in der 6. Klasse mit einem Freund von uns, dem Theater AG, und ich kam zu der Aufführung fast anderthalb Stunden zu spät. Vor allem, das fängt ja nur schon bei Diebstahl an, ne? Das ist, ach Quatsch, das ist nicht illegal. Ach, das mach ich jeden Tag. Steh jeden Tag in die Schule und nehme Klassenbuch mit. Jeden Tag. Aber das ist krass, weil da haben wir die anderen Schüler haben wir dann auch keine Fehlzeiten reingeschrieben bekommen, ne? Da war der eigentlich der Held der Klasse, ne? Geil. Es gibt einmal der Held der Steine und dann gibt es jetzt der Held der Klasse. Das ist der Jan. Du musst doch irgendwas. Neuer YouTube-Channel. Ja, ich habe mich irgendwo ausgezogen in Bio. Wieso hast du dich ausgezogen? Warum? Ich habe mit einem Mitschüler um 20 Cent gewettet, dass ich mich das nicht traue. Und ich habe es nicht getraut. Was hast du damit mit 20 Cent gemacht? Er hat vergessen, mir die zu geben. Da habe ich schon das Kotzen bekommen und ich habe es nicht mehr geschafft, das Datum richtig zu schreiben. 28.04.90? Ja, das sollte 2009 heißen. So, jetzt kommen wir zu Englisch. Bin gespannt. Was steht da? Es gibt hinsichtlich Jans Leistungen bei den Klassenarbeiten und seine Mitarbeit im Englischunterricht dringenden Gesprächsbedarf. Bitte setzen Sie mangelhaft. Ich glaube, die habe ich auch mal beleidigt. Wie das You must work harder during lessons und dann einfach diese Ausrufezeichen. Das einzige, Improve your handwriting musste ich nicht machen. Das muss die Alte selber machen. Improve your handwriting. Welcher soll das verstehen? Das könnte jemand aus dem 18. Jahrhundert geschrieben haben. Wir machen mal Französisch weiter. Das hatte ich nur ein Jahr. Da wurde ich nämlich einmal beim Täuschungsversuch erwischt. Nein! Hier, mangelhaft. Das ist eine gefälschte Unterschrift. Von nein! Hier. Das soll da nicht die Unterschrift von meinem Vater gefälscht. Die sieht doch nicht an. Krass! Ich bin damit da. Boah, das würde ich mal gerne wissen, wer von euch schon mal die Unterschrift gefälscht hat. Das habe ich noch nie gemacht. Wirklich noch nie. Ich habe auch mal schlechte Noten geschrieben. Aber, ja, da habe ich gesagt, ja, ich streng mich nächstes Mal an und so. Witzigerweise, wir hatten bei uns eine in der 10. Klasse, die war 18, die durfte einfach dann selber unterschreiben und hat dann direkt abgegeben. Wie asozial ist denn das? Willst du einfach selber unterschreiben und dann einfach direkt abgeben? Fand ich so gemein. Ich bin jetzt durchgekommen. Was hattest du geh so weg, Minuten? Du stehst nicht im Vordergrund. Sprichst du auch Französisch? Le Baguette. Nicht gewertet beziehungsweise 6... wegen nachgewiesenem Täuschungsversuch. Ach, das war da, wo du dir die ganzen Sachen auf den Arm geschrieben hattest. Ja, ich hatte das bis hier stehen. Boah, ich musste auch mal nachsitzen, weil ich in unsere Schultimer böse Sachen über die Lehre reingeschrieben habe. Hast du deinen Timer noch? Ich habe die alle auch aufgehoben und ich habe einmal den... Ja, dann lass uns da doch mal reingucken, das ist doch viel lustiger. So, du hast die Timer geholt. Also es gab bei uns früher an der Schule, also in diesen Timern, die man jedes Schuljahr neu bekommen hat, das ist eine Art Hausaufgabenheft und Termin. Ja. Planer, oh Gott, da geht's. Achtung, hier geht's. Da steht schon vorne auf dem Timer drauf. Achtung, hier geht's zur Sache. Okay, oh mein Gott, was kommt jetzt? Uppercut. Die Uppercut-Liste. Was? Nein! Du hattest eine Uppercut-Liste! Immer nur Hausaufgabenheft. Ab 1 Jan spezieller Psychoterror. Ab 5 Strichen Vergewaltigung und ab 10 Strichen Uppercut. Okay, da gab es aber Leute, wie zum Beispiel der hier, der hatte schon 5 Striche, sogar schon 10, das heißt, er wurde gerade ein Uppercut. Ich sehe ja jetzt schon hier die die Noten. Krass. 4, 4, 4, 6, 5, okay, Ende 2, was ist das eigentlich? SOW, keine Ahnung. Geschichte erkenne ich leider nie. Bio 6, 4, 3 plus, ja, immerhin. 5, Religion 3. Religion zum Beispiel hatte ich hier drüben gar nicht. Wir hatten Ethik zum Beispiel. Ich habe ja Schule drüben, also im Westen bis zur 4. gemacht. Dann sind wir hierher wieder gezogen, weil Dresden meine Heimat ist. Und,
Und da hat man keine Religion mehr. Aber ich war in Religion drüben auch sehr schlecht und ich habe auch dann immer zu meiner Religionlehrerin gesagt, labern Sie mich nicht zu, ich, also, klingt jetzt falsch. Also ich habe dann halt immer so gesagt, nee, nie so dolle, so, ich bin jetzt nicht so der beste Freund von Religion und ja, habe da auch immer sehr schlechte Noten. Also Religion war ich sehr, sehr schlecht, da habe ich glaube, und Musik, ich hätte, der Lehrer hat mich dann komplett aufgegeben und Musik hatte ich, glaube ich, in der 10. dann fast eine 6. Also ich war gerade wirklich gerade so noch die 5 bekommen. Und ja, da war ich, ich war vor allen Dingen stolz, dass ich eine 5 hatte. Ne? Ich war mega stolz, ich habe kein Lied gesungen. Ich habe mich einmal für wirklich gar nichts, ne? Das hat mich null, also Musik hat mich null interessiert. Das Einzige, was ich gesungen habe, war in der 8. Klasse die deutsche Hymne. Und was habe ich noch gesungen? Und ich glaube, das war's schon. Ich glaube, das war's. Das war meine ganze Musikkarriere. Ich habe einmal die deutsche Hymne gesungen und das war's. Und selbst auf die deutsche Hymne habe ich gerade so eine 3 bekommen. Hat er gesagt, jo, setz dich hin, du Vogel, kriegst deine 3. Ja, Alex auch, aber Begründung, auf dem Flug getestet und sich mir widersetzt. Herzliche Grüße, deine Pastorin, Kirche für die Schule. Jan fährt mit 18 Stundenkilometern nach Hause. Das Zuhause ist 6 Kilometer entfernt. Wie lange dauert es? Verarsche, das kann ich nicht. Ich habe schon mal drauf geantwortet. Und nachdem ich bin wirklich, da haben mich sogar meine Mitschüler vorgeführt, wie dumm ich bin. Jan fährt mit 18 Stundenkilometern nach Hause. Das Zuhause ist 6 Kilometer entfernt. Wie lange dauert es? Ist das überhaupt eine Rechnung? Geil. Falls jemand das errechnen kann, schreibt es in die Kommentare. Warum steht hier spezieller Feiertag für Jan, den 4.10.? Da habe ich die Schule geschwänzt, um Urlaub in Irland zu machen. Ich habe meiner Mutter gesagt, dass ich frei hätte. Das habe ich sogar zweimal gemacht. Heute wieder Absturzparty, bitte. Also, in der 9. Klasse. Was war da für eine Party? Ich war an jedem Tag auf einem 15. Geburtstag eingeladen. Und da habe ich das Gästebett wegen Himbeergeist vollgekotzt. Oh Gott, das geht hier schon wieder ab. R steht für Feuer mit Zerstörung. N steht für Untergang. Nee, U steht für Untergang. Und F steht für Freunde. Das ist so eine... Nee. Da sieht man schon, dass der Satan in Jan war. Da sieht man's. Da hat er den Satan getroppt hier. Fun, F steht für Freunde. Oder F steht für Freunde. So wie ich und du. Geht das so? F steht für Freunde, so wie ich und du. Warte. N steht für... Was? Ah, nee, U. Also, oh. ich sag mal lieber nix, meine Schrift ist noch schlimmer. Und U steht für uns, dich und mich. N steht für nukleare Massenvernichtungswaffen. Und ich hau dir gleich ins Gesicht. N steht für nukleare Massenvernichtungswaffen. Der Geburtstag von Klo-Mensch. God save Irak. Ich bin ganz normal gewesen früher. Ich glaube, das ist das krankeste Hausaufgabe, was ich jemals gesehen habe in meinem Leben tatsächlich. Oh. Anal total. Oh. Das ist mir sogar heute unangenehm. Mhm. Bald wird es feucht zwischen dir. Boah, Alter. Dich tot, Waltraud ist feucht zwischen dir gesteckt. Warum muss jedes Video von uns mal so pervers enden? Das ist doch nur mein Hausaufgabe. Du bis das Weiße kommt. Oh, das wird immer schlimmer. Waltraud steht auf Bohrmaschinen anhalten. Sexuelle Frikadelle. Oh nein. I want cock here, das ist falsch geschrieben. Ich weiß, wie man das schreibt. Alter, was ist los mit dir? Clemens hat einen Vierer. Ich weiß, wie man das schreibt, aber schreibt das trotzdem falsch. Hat einen Porno-Ritter. Der ist wie Sportgefeuchter. Ich weiß nicht, was wir dazu sagen. Sex. Das hört nicht mehr auf. Das steht halt in jedem Buch. Irgendwann hast du halt keine Hausaufgaben eigentlich, sondern einfach dein Buch für deine Fantasien benutzt. Da habe ich schon versucht, das wegzumachen. Informationen, Tabelle mitbringen, wenn du das vergisst.
bist du tot. Ja, so erinnere ich mich an die Hausaufgaben. Ich sehe schon das Video. Piep, 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 piep. Bist du tot, ey. Scheiß-Referat. Ach ja, da habe ich mal ein Referat über Durchfall gehalten. Und ich habe Scheiß-Referat genannt. Ich habe das Referat sogar noch auf meinem alten Laptop digital. Leute, wenn ihr das sehen wollt, schreibt es. Ich habe alle Referate noch da. Ich hasse Mathe mehr als alle anderen Fächer und die Werbeunterbrechungen im TV. Okay, da war gut. Ach, hier ist die Durchfallliste. Wir haben also neben der Abmahnkartliste noch eine, doch, die wurde weggemacht. Da stand Jana und Benjamin. Jana und Benjamin. Begründung YOLO. Ja. Ein Strich gleich leichter Durchfall, 5 Striche richtiger Dünnschiss, 10 Striche heftiger Dünnschiss in deiner Fresse. 20 Striche Two Girls One Cup im Mittel. Okay, das reicht. Und das reicht. Der menschliche Tausend. Okay, ich würde sagen, das war genug Verstörung, Freunde. Also jetzt kann sich jeder, denke ich, genau ein Bild davon machen, wie ans Schulzeit. Gibt es hier zufällig Lehramtsstudenten? Hättet ihr nicht gerne so einen Schüler wie mich in der Klasse? Boah, ich muss ganz ehrlich sagen, ne? Ich dachte ja schon, meine Klasse wäre schlimm, obwohl ich sagen muss, ne? Meine letzte Klasse, das war eigentlich übel schön, weil wir haben alle zusammengehalten, aber wir waren halt auch manchmal frech, ne? Kennt man ja, ne? Aber Jan, ey, der macht mein ganzes Weltbild gerade kaputt. Jan macht komplett mein Weltbild, also ne. Das hätte ich jetzt gerade echt, also ne. Aber hey, das hätte ich jetzt echt nie gedacht, dass Jan, ja. Auf jeden Fall nicht langweilig. Wenn ihr noch mehr sehen wollt aus Jans Schulgeschichten der Traurigkeit, dann schreibt uns das gerne in die Kommentare. Es gibt ja noch 2 Timer, die wir noch machen können. Wir haben gerade mal kurz reingelunzt und da sind auf jeden Fall einiges dabei, was man noch zeigen könnte. Deswegen schreibt uns doch gerne in die Kommentare, ob ihr noch mal Bock auf so ein Video habt. Und bis dahin sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, wie ihr so in der Schulzeit wart und wie ihr euch so verhalten habt. Und bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss. I just can't let you go. Ja, also ich muss sagen, ich bin eigentlich voll. Gut, ich brauche eigentlich die Kopfhörer am Ende nicht mehr, ist egal. Ich bin eigentlich voll stolz auf meinen Abschluss. Na gut, Musik 5, ja. Pff, hat mich eigentlich überhaupt gar nicht gejuckt. War mir absolut egal. Meine Oma hat auch gesagt, ja, pff, solange das nur Musik ist, ist ihr das Boogie. Obwohl ich dazu sagen muss, ich war jetzt auch nicht unbedingt der Schüler, der gelernt hat, der Hausaufgaben gemacht hat. Ich glaube, Hausaufgaben habe ich auch. Boah, ich habe so viele Sechsen bekommen, nur weil ich keine Hausaufgaben gemacht habe. Es glaubte mir gar nicht. Dann Gedichte in Deutsch habe ich voll viele nie aufgesagt, sonst hätte ich in Deutsch hätte ich eine sehr gute Note da gehabt. Deutsch habe ich eine 3 gehabt. Aber ich stand auch immer auch in Sport zum Beispiel, stand ich auf 1,56. Und Grüße gehen raus an die Leute. Wir waren damals in Sport, ich glaube, ja, in der 10. Klasse waren wir halt rauchen, ne? Und wir wurden halt vom Lehrer erwischt und er hat dann gesagt, ja, es gibt Ärger, es gibt Maßnahmen und dann sollte man beim Sportfest helfen. Und ganz komischerweise, die 3 Leute, die erwischt wurden, also ich und meine 2 Kollegen, oder meine 2, sorry, der Esel nennt sich immer zuerst, wir sollten halt beim Sportfest helfen, beim Aufbau und pipapo. Wir hatten ganz komischerweise genau an dem Tag Arbeit gefunden. Ganz komischerweise haben wir dann gesagt, dass wir in der Pizzeria arbeiten. Ja, also, ja, ich hätte, ja, ich glaube, viele von euch hätten, glaube ich, ein anderes Zeugnis, so, nehmt Schule bitte ernst, obwohl ich sagen muss, dass, zum Glück gar nicht mehr so krass auf die Noten geguckt wird, sondern eher auf die Leistung, also, gerade wenn ihr so im Bereich, ITler oder im Bereich, was ich ja nächstes Jahr machen möchte, oder Bereich Techniker oder geht, wenn ihr da mal ein Praktikum macht bei der richtigen Firma und die sehen, okay, der hat was drauf, der war schulisch vielleicht jetzt nicht so der Beste, aber der hat richtig was drauf, dann gucken sie auch nicht auf die Noten. Dann sagen sie, ja, gut, Noten, scheißegal, guck aber, dass du wenigstens es bei mir war es zum Beispiel so, guck wenigstens, dass du jetzt bei deiner Umschulung jetzt nicht unbedingt nur 3 auf dem Zeugnis hast, sondern dass du vielleicht ein paar bessere Noten auf dem Zeugnis hast. Ne? Also, wie schon gesagt. Ja, da würde ich mal sagen, das sind wir fertig mit dem Video. Und ihr könnt ja mal einfach mal
unten hinschreiben, ob ihr Lausebubeles wart. Lausebubeles, was ist das eigentlich für ein Wort? Ist mir gerade mal so eingefallen. Egal, ob ihr Lausebubeles seid oder wart. Und ja, wieso, wie ihr so in der Schule seid. Ob ihr, um welches, das möchte ich gerne mal wissen, welches Fach ihr am geilsten, also für mich war halt Informatik immer ganz cool, ne? Mathe ging eigentlich auch. Mathe waren halt ein paar Sachen, die ich jetzt scheiße fand. Zum Beispiel räumliches Denken war ich absolute Niede, wo ihr dann im Kopf dann die Sachen zusammenfalten musstet und dann hier ankreuzen müsst, was für, wie es am Ende dann aussah, konnte ich nie. Hab ich irgendwas immer angekreuzt und ich hatte manchmal sogar noch recht. Ja, was fand ich? In Sport fand ich sehr geil damals. Deutsch fand ich auch ganz cool, obwohl, ich bin jetzt nicht der große Fan von Faust 1, Faust 2, also Goethe, hing mir dann irgendwann überall raus. Vorleser war ganz cool, weil es ein halber Porno war. Und Chemie und Physik fand ich sehr cool. Schreibt es mal in die Kommentare, was ihr, was euer, aber mein absolutes Lieblingsfach, ja, Informatik, würde ich sagen, bei mir. Doch, schon Informatik, da habe ich mich immer gefreut. Ja, und ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Lernt für die Schule, macht die Hausaufgaben und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein und tschüss.